Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Messe Live-TV-Reportage. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Heute widmen wir uns wieder einmal der Medizin und Forschung. Genauer gesagt geht es um das Auge. Spenderhornhäute sind rar. Allein in Deutschland warten jährlich etwa 7000 Patienten auf das winzige Stück Gewebe. Ein Implantat aus Kunststoff kann künftig insbesondere für Ultima Ratio-Patienten eine Möglichkeit bieten, wieder zu sehen. Auch bei Betroffenen, bei denen die Spenderhornhaut versagt, könnte dieses Implantat in Zukunft helfen, die Sehkraft des Auges zu erhalten. Wenn der Blick trübe wird, milchig und das schleichend über Jahre, dann hilft dem Patienten oft nur noch eine neue Augenhornhaut. 7000 Menschen warten allein in Deutschland auf eine Spenderhornhaut. Oft vergebens. Oder aber ihr Organismus stößt sie wieder ab. Am Fraunhofer Institut für angewandte Polymerforschung IAP in Potsdam haben Dr. Joachim Storsberg, sein Team und weitere Kooperationspartner eine künstliche Hornhaut, eine sogenannte Keratoprothese, entwickelt. Das Implantat besteht aus einem Polymer, also einem Kunststoff. Dieses Implantat könnte in Zukunft Betroffenen helfen, bei denen eine Spenderhornhaut versagt. Das beste Implantat ist und bleibt natürlich die Spenderhornhaut, aber ist für viele Patienten natürlich nicht zugänglich oder auch nicht mehr geeignet, die bestimmte Vorerkrankungen haben oder Erkrankungen am Auge. Und da hat man nur die Wahl, einen Kunststoff, ein Polymer zu nehmen. Und die Herausforderung hier besteht natürlich drin, die Eigenschaften polymerchemisch zu kombinieren, dass neue Eigenschaften, die auch langzeitstabil sind, herauskommen. Und diese Eigenschaften könnten unterschiedlicher nicht sein. Am Rand muss die Prothese mit dem Gewebe des Auges zusammenwachsen. Hingegen dürfen im inneren Teil, durch den das Licht ins Auge fällt, keine Zellen anhaften. Sonst kommt es zu einer Trübung. In einem ersten Schritt beschießen die Forscher das Implantat mit einem Plasma. Damit bereiten die Forscher die Oberfläche vor für das Auftragen der eigentlichen Schichten, ein spezielles Monomer. Unter einer UV-Lampe polymerisiert sich das Monomer. Der lichtführende innere Teil hat nun zwei grundlegende Eigenschaften. Es haften keine Zellen mehr an und es kann Tränenflüssigkeit führen. Damit das Implantat verwachsen kann, versehen die Potsdamer Wissenschaftler nun den äußeren Teil der Prothese mit einem zellfreundlichen Protein. Dadurch kann das Auge das körperfremde Implantat leichter akzeptieren. Es wächst besser an. Und zwar nur dort, wo Zellen auch anhaften sollen. Dadurch sinkt die Gefahr von Komplikationen. In langwierigen Voruntersuchungen testeten die Projektpartner, welche Beschichtungen welchen Erfolg versprechen, um so Schritt für Schritt die Eigenschaften der Prothese zu verbessern. Wir haben in diesem Projekt die einzelnen Entwicklungsschritte der Implantate in der Zell- und Gewebekultur zunächst mal untersucht. Dabei ist die Fragestellung zum einen, haben die Herstellungsprozesse irgendwelche giftigen Veränderungen an den Implantaten vorgenommen? Das heißt, wir haben geguckt, ob unsere Zellen lebensfähig bleiben in der Umgebung der Implantate und auf den Implantaten. Zum anderen haben wir auch versucht, mit diesen ersten Zellkulturversuchen zu beurteilen, ob die Implantate die gewünschte Funktion erfüllen. Nämlich, dass Zellen im äußeren Bereich der Schürze anhaften und im inneren Bereich der Optik vorne und hinten komplett nicht anhaften. Universitätsklinikum Halle an der Saale. Hier wurde der vorerst letzte Schritt in Angriff genommen. In der Fachklinik für Augenheilkunde hat Direktor Professor Gernot Dunker die ersten künstlichen Hornhäute erfolgreich transplantiert. In der etwa einstündigen Operation trennen die Chirurgen mit einem Laserstrahl einen Teil der Hornhaut kreisförmig ab und ersetzen ihn durch die Keratoprothese. Also es ist bei allen Patienten so, dass sie sich gut mit dem Auge orientieren können und auch die Sehschärfe erreichen, die Netzhaut und der hintere Augenabschnitt hergibt. Das bestätigen auch die Patienten. Martha Dirks aus Dortmund ist auf dem Weg zu einer Nachuntersuchung. Die Operation ist gerade mal eine Woche her. Und sowohl ihr körperlicher Zustand als auch das Sehvermögen sind gut.
kann den Raum schon sehen, ich sehe sie alle. Nur nicht ganz klar, ne? Das kommt erst. Aber sonst kann ich sie sehen. Es ist erstaunlich, ne? Das noch sehr teure Implantat und die äußerst aufwendige Operation kommen natürlich nicht für alle Patienten in Frage. Eine Keratoprothese ist für die Fälle gedacht, wo eine reguläre Hornhauttransplantation mit menschlichem Material nicht mehr gelingt und auch nicht erfolgsversprechend ist. Das Auge ist das wichtigste Sinnesorgan. Es ermöglicht dem Menschen, sich in seiner Umgebung zurechtzufinden. Umso wichtiger ist es, die Sehkraft zu erhalten. Die künstliche Hornhaut kann in Zukunft noch vielen Betroffenen helfen. Tja, also Abhilfe ist in Sicht und das lässt viele Patienten hoffen. Soweit dann auch unsere Messe-Live-TV-Reportage für den Moment. Diese und weitere Reportagen finden Sie auch zum Abruf auf unserer Website www.messelive.tv. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.